Bauchhautreflex. Bauchhautreflex ist einer der Reflexe, die man testen kann, um die Gesundheit von Nerven zu testen. Gerade in der Neurologie kann der Bauchhautreflex untersucht werden. Man macht einen raschen Strich mit einer Nadel oder auch mit einem Holzspatel oder einem Nabelrad. Man kann den Bauchhautreflex auch auslösen mit dem Stiel eines Reflexhammers. Man macht das über die Bauchhaut von außen nach innen und dabei kontrahieren sich die Bauchmuskeln und man kann auch eine Verziehung des Nabels beobachten. Wenn der Bauchhautreflex da ist, dann weiß der Neurologe, dass der entsprechende Nerv gesund ist und dass auch damit anzunehmen ist, dass diese Nerven funktionieren. Wenn der Bauchhautreflex nicht da ist, dann kann man auf das Bestehen eines neurologischen Problems schließen.